Joe Aesthetic war einer der größten Fitness-Influencer der Welt und das zu Recht. Seine positive Ausstrahlung und die Art, Leute zu motivieren, war genauso einzigartig wie seine Alien-Games. Wegen seiner Ernährung war er durchgehend shredded, was wir auch sein wollen. Deswegen wurde einen Tag lang seine Ernährung getestet. Ob das aus meiner Sicht Sinn macht, erfährst du im Verlauf des Videos. Leider starb Joe Lindner letztes Jahr, was meiner Meinung nach ein Riesenverlust für die Fitness-Industrie ist. Jedenfalls will ich meine Dankbarkeit zu Joe ausdrücken. Er hat mich nicht nur täglich motiviert, sondern auch dazu beigetragen, dass ich YouTube und Social Media starte und dranbleibe. Das neben Joe ist Sebastian Maschberger, auch ein sehr cooler bayerischer Dude, gerne vorbeischauen. Dein Insta ist in der Beschreibung. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard. Ich bin einfach ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Brasa, was geht ab? Wir haben ungefähr 12 Uhr. Ich habe den Tag bis jetzt damit verbracht, ein bisschen einzukaufen, das zu organisieren. Wir schnacken nicht lange rum, wir kommen direkt zur ersten Mahlzeit. By the way, wir essen wie Joe, wir benehmen uns wie Joe, wir flexen auch wie Joe. Also, let's go. Noch eine kurze Warnung, es wird vielleicht etwas außergewöhnlicher, als du es dir vorstellst. Das erste Meal, eine Tasse Kaffee, nichts Spektakuläres. Der Brasse hat mehr als eine Tasse genommen. Meinst du zwei Tassen oder was? Auch nicht zwei, Digga. Er sagte, this is how everything starts. One liter of coffee. Okay, einfach nur schwarz oder? That's our first meal. Literally, for me, this is the first meal. A few hundred milliliters of milk. Erste Mahlzeit von dem Brasa. Ein Liter Kaffee. Hier ist jetzt nur die Hälfte drin. Die andere Hälfte trinke ich auch. Wir wollten das auch aus so einem Bottich trinken wie der Brasa. Ja, Mann, geht vollkommen klar. Ich werde erzählen, wie ich mich fühle und so, ob mich das satt hält, weil er meinte so in dem Video, das hält ihn satt, das ist so ein bisschen süß durch die Milch und sowas. 250 Milliliter Dazu haben wir noch 250 Milliliter Milch auf 1 Liter Kaffee. Aber hat was. Ist geil. Vielleicht sehen wir nach dem Video auch so aus wie der Kollege. Kollege, noch ganz kurz, wenn du diese Art von Videos feierst, würde ich mich extrem über ein Like und ein Abo freuen. Vielleicht sogar ein Kommentar dabei. Während ich das jetzt trinke, plane ich die nächsten Mahlzeiten vom Tag, check wie viele Kalorien, das wird auch alles eingeblendet in dem Video. Und übrigens, wenn du jetzt denkst, Alter, was trägt der Dude für ein geiles Shirt, kannst du gerne abchecken, erster Link in der Beschreibung, Spaß, so 20% mit. Werbung, Digga? Werbung kann ich. Pro einem Liter Kaffee wurden ca. 200 Milliliter Milch verwendet. Bum, 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 bum. So, es ist jetzt knapp eine Stunde vergangen. Wir haben 12:45. Jetzt kommt die zweite Portion, der nächste halbe Liter. Machen wir hier insgesamt so noch 100 Milliliter Milch rein. Eigentlich super angenehm. Ich mag es, Kaffee zu trinken. Vor allem, der ist jetzt ein bisschen noch abgekühlt. Und ich fühle mich auch noch gar nicht hungrig. 12:45, immer noch nichts gegessen. Wir werden sehen, wo uns das Ganze hinführt. Während ich die letzte Portion leer gesippt habe, habe ich ein bisschen hier Prüfungsanmeldung gemacht, weil im September gehen wieder die Prüfungen in der Uni los. Und ja, Mann, langsam fängt Assel wieder an, Mann. Aber wir schaffen das, Amigo. Du weißt, Bro. Immer durchziehen. Immer nach vorne. Während ich die zweite Portion leer trinke, kümmere ich mich um das Geburtstagsgeschenk von meinem Vater, weil ich weiß, Joe war ein Ehrenmann, der hätte seine Eltern auch so beschenkt. Mein Vater hatte nämlich Geburtstag und ich schenke dem so eine Outdoor-Survival-Jacke, weil er liebt so Angeln und sowas. Und da kommt jetzt so ein Aufkleber drauf. Wird aufgenäht. Ich gebe mir Mühe. Ich schaue mir jetzt gleich ein Tutorial bei YouTube an. Ihr wisst, immer so Tutorial schauen. Wird das aufgenäht. Ich hoffe, das nimmt jetzt ein bisschen Zeit in Anspruch und lenkt mich ab davon, nichts zu essen. Let's go, Amigo! So, Kollege, Kaffee ist leer. Komisch, aber das hat schon so, das funktioniert auf jeden Fall. Also ich fühle mich schon gesättigt, wir haben jetzt 2:30 ungefähr. Das Patch wurde auch aufgenäht, Mann. Läuft auf jeden Fall. Wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. Das nächste Meal ist auch das Pre-Workout-Meal von Joe gewesen. Ich werde es auf jeden Fall 1:1 so nachmachen. Nur leider werde ich heute nicht ins Gym gehen, weil ich ein bisschen Halsschmerzen bekommen habe. Und da auch an dich eine Nachricht. Übertreib's nicht, ne? Wenn du krank bist, dann mach lieber Pause, da kommst du stärker wieder zurück. Weil ich habe oft gemerkt, früher, wo ich noch ein bisschen jünger war, da dachte ich ja, komm, wenn du krank bist du eine Pussy, wenn du nicht gehst. Aber jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, kann ich sagen, dass es ziemlich dumm war, weil man braucht Regeneration und der Körper funktioniert nur gut, wenn er auch völlig gesund ist. Eine Sache noch, die mir beim Kaffee aufgefallen ist, ich habe die ganze Zeit so ein Gefühl, dass ich so Mundi habe, wie so Lehrer früher. Kennt ihr das, wenn ihr in der Schule irgendwas gefragt habt? Da kommt so der Lehrer mit seinem Schlüsselbund zu euch, atmet euch so richtig an und das riecht so, das stinkt richtig nach Kaffee. Ich glaube, genau das habe ich gerade auch. Und zum Glück für alle anderen bin ich gerade alleine. Okay, Amigo, kommen wir zur nächsten Mahlzeit. Und die besteht aus 10 Eiern, aber 9 davon, davon ist nur das Eiweiß zu nehmen und ein ganzes Ei kommt dann da rein. Heißt, ich verschwende ungern Essen, ich würde das Eigelb dann irgendwie wegwerfen, nicht verwerten. Deswegen habe ich mir beim DM hier so Eiklar geholt. Kostet knapp 5 bis 6 € oder so, sind 500 Gramm drin. Und ich habe nachgerechnet, in einem normalen Ei sind etwa 35 Gramm normales Eiweiß drin, ne? Das heißt, 35 mal 9 sind wir bei 315 Gramm davon. Das war aber noch nicht alles. Der Bruder mochte nämlich auch knusprige Zwiebeln, deswegen hauen wir da auch noch eine halbe Zwiebel rein. Den Rest der Mahlzeit siehst du am Esstisch. Jetzt werden erstmal schön die Zwiebeln klein geschnibbelt. Die werden dann ganz entspannt bei mittlerer Hitze in die Pfanne gehauen. Und jetzt lassen wir die erstmal ein bisschen andunsten. Junge, dieser Geruch von Zwiebeln in der Pfanne, wenn das so warm wird, das mache ich auch viel zu selten. Es riecht so geil, Mann. Und schön nichts anbrennen lassen, Freunde. Alles locker, fluffig, entspannt. Während wir auf die Zwiebeln warten, gibt es dann noch mal so ein Schlückchen Käfchen.
Okay, amigo. Zwiebeln sind langsam ready. Jetzt können wir auch schon das Eiweiß reinhauen. Zu dem Ganzen kommt dann noch ein Ei dazu. Wir rühren das Ganze nur um, damit sich das Eigelb so ein bisschen untermischt. Und dann lassen wir das quasi zu einer Masse werden, indem wir im Deckel einfach drauf tun und ein bisschen abwarten und das dann noch von der anderen Seite anbraten. This is special technique, Brother. Oh shit, man. Das Ding ist fertig. Es ist 16 Uhr. Ich habe langsam richtig Hunger. Das ist jetzt für mich das erste Mal, dass ich sowas esse mit so Eiklar abgetrennt. Ich habe das noch nie vorher getrennt und ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze ist. Das ist aber nicht alles. Dazu gibt es nochmal einen halben Liter Kaffee. Übrigens, naja, der ist ohne Koffein. Also nicht so viel Kaffee trinken, das hat er auch gesagt. It's decaf. It is everything is always decaf, bro. Don't drink that much coffee, man. In der Mitte des Videos, ich dachte auch, alter Junge, kein Wunder, dass er die ganze Zeit so... Na, wäre ich auch. Aber das Ding ist, auch wenn der irgendwie ohne Koffein ist, ich fühle mich trotzdem so aufgeputscht. Ich weiß nicht, ob es am Kaffee liegt oder es irgendwie so Placebo-Effekt ist, weil ich das auch warm trinke, irgendwie so viel warme Flüssigkeit. Man fängt auch so an zu schwitzen und sowas. Geht schon ordentlich rein. By the way, ich bin ja gerade auch im Minicut und ich habe mir die Mahlzeiten so gelegt, dass ich trotzdem overall so knapp 2000 Kalorien nur mit den Mahlzeiten drin habe. Manchmal habe ich ein bisschen weniger Reiswaffeln und sowas genommen. Das sage ich nur, damit du Bescheid weißt. Der Kollege hat ein bisschen mehr gegessen. Selben Mahlzeiten, nur ein bisschen mehr. Auf die Eier, no homo, gibt es jetzt was, worauf ich mich extrem freue. Diese Mayo von dieser Brand und einfach hier so McDonald's Ketchup, hat er gesagt, findet er ganz geil. Wir probieren das Ganze, mischen das Ganze, verreiben das und dann essen wir. Davon machen wir so ungefähr 2 Esslöffel drauf. Okay, okay. Bisschen von diesem süß-sauer Ketchup. So. Ich weiß gar nicht, wie Hunger ich gerade habe. Kaffee so lang trinken, ja. Ohne den hätte ich viel früher so richtig krass Hunger bekommen, aber... Schau mal, Alter, das sieht schon gut aus. Total. Sipsche. Wir beißen rein. Dafür, dass da so wenig Eigelb drin ist, schmeckt das eigentlich echt gut, Mann. Das befriedigt mich auch gerade komplett, das Essen. Ja, yeah, just real quick. People always wanna see this. Full day of eating. Joe, what are you eating? It's so unspectacular. It's so basic. And I'm like, who wants to see this? Dazu ist der Gute noch so eine halbe Packung von diesen Reiswaffeln. Rice cakes help you to stay more dry. Wir brauchen ja auch schließlich Carbs. Ich schnapp mir hier so eine Reiswaffel. Und dann machen wir hier so einen Joe Aesthetic Reiswaffel 9 Egg Burgee. Oh, das sieht schon schmackhaft aus, oder? Super easy, geht super schnell, hat auch verdammt viel Eiweiß, ich blende euch die Nährwerte ein. Es ist jetzt knapp 17 Uhr, auf jeden Fall, das Ganze wurde aufgegessen. Ich habe ein bisschen sacken gelassen, um nicht zu voreilig einen Schluss zu ziehen. Meal eigentlich sehr, sehr easy, geht super schnell. Die Eier waren ultra fluffig. Ja, ich habe das echt gut hinbekommen, muss ich mir mal auf die Schulter klopfen. Insgesamt mit den Zwiebeln auch so ein bisschen süß. Kaffee füllt auch, um ehrlich zu sein. Und insgesamt mit dieser Soße gibt noch mal ein bisschen Süße und sowas. Ein bisschen dieser Mayo-Kick, ne, aber mit Low Fat. Also sehr, sehr nice, ne. Von den Kalorien geht das auch übel klar. Der Bruder weiß auf jeden Fall, wie man gutes Essen zubereitet. Jetzt wäre der Moment gekommen, wo Joe noch die restliche Hälfte von den Reiswaffeln isst und dann ins Gym geht. Aber wegen meinen Halsschmerzen, was ich schon am Anfang gesagt habe, machen wir das nicht. Aber um dich zu motivieren, gibt es trotzdem ein paar Aufnahmen aus dem Gym. Ja, Bro, so the first thing post-workout, ey, ISO, lit shake. So, Broski, jetzt quasi nach dem Training, ja, wo ich nicht war, wegen der Krankheit, du weißt schon, gibt's einen Shake für den Kollegen. Er trinkt Isolat, ich habe ganz normales Whey benutzt, mit Milch, weil er hat gesagt, er braucht die Carbs. And also, I need these kind of carbs, it is post-workout, I can take it, man, I'm taking low-fat milk. Wir haben jetzt gerade 20 Uhr. Machen wir auch direkt mal Geschmackstest, ist hier White Chocolate V2 von MyProtein. Habe ich noch nie mit Milch probiert, immer nur mit Wasser in meinem Porridge. Probieren wir. Ich habe schon so lange Whey nicht mehr mit Milch getrunken. Das sind Welten, Alter. Natürlich, man kann es immer mit Wasser trinken, aber mit Milch schmeckt es wie eine Süßigkeit. An der Löslichkeit kann man aber noch ein bisschen arbeiten. Das löst sich nicht so perfekt, wenn man ehrlich ist. Ah, jetzt geht's. Man muss richtig schütteln. I mean, shake it a bit. And that is my vanilla milkshake, brother. Nach dem Shake gibt's noch den letzten Liter Kaffee. Natürlich wieder mit etwas Milch. Ich muss sagen, entkoffinierter Kaffee vom Geschmack geht auch vollkommen klar, schmeckt echt gut. Der Shake wurde jetzt runtergeäxt. Ich muss sagen, mit Milch, da liegt das immer etwas anders im Magen, als anstatt einfach nur mit Wasser. Aber ja, Mann, ich fühle mich relativ gesättigt. Ich warte jetzt auf einen Kollegen, bis er vom Gym kommt und dann machen wir das letzte Meal gemeinsam. Aber Broski, ich muss ehrlich sagen, der 2 Liter Kaffee hat mir auch gereicht. Also, um mich da zu halten, 3 Liter ist, keine Ahnung, bisschen zu viel, ja. Ich habe heute wahrscheinlich 5 Liter getrunken, davon 3 Liter Kaffee, Alter. Lightweight, würde ich da sagen an der Stelle. Jetzt versuchen wir diese Alien Gains zu machen, weil ich habe das Gefühl, das kann man trainieren. Es kann doch nicht sein, dass er der Einzige ist, der das konnte. Trizeps hat auch schon Streifen. Oh, Digga, was geht ab? So, Brother, wir machen jetzt knusprige Händel wie der Joe.
knusprige Hände. Ich mache die eigentlich immer im Airfryer, aber wir wollen da das Original probieren. Deswegen hauen wir das jetzt in die Pfanne und machen das 1:1 genauso, wie er es gemacht hat. Die Pfanne ist jetzt gut vorgeheizt und da hauen wir jetzt schon diese zurechtgeschnittenen Hähnchenbrustteile rein. Das muss auch so schön brutzeln. Ja, Mann, 400 Gramm machen wir uns, ja. Darauf habe ich mich den ganzen Tag gefreut. So, ungefähr 2 Minuten bei starker Hitze bleibt das dann. Dann wird das Ganze gedreht. Auf die eine Seite kommt dann schon mal so Hähnchengewürz drauf. Wir warten jetzt, bis das Chicken durch ist. Und dann machen wir richtig Bodybuilding-Shit, Alter. Weil der Joe hat gesagt, mit der Schere wird das dann geschnibbelt, Junge. Und ich habe noch nie Hähnchen mit der Schere geschnibbelt. Und in der Zeit kommen noch ein paar Süßkartoffelpommes in den Airfryer. Airfryer ist insgesamt ziemlich, ziemlich geil, weil du da einfach keine Kalorien für Fett verschwendest. Das trotzdem extrem knusprig wird. Das Hühnchen wurde gewendet, das sieht schon ziemlich knusprig aus. Aus der knusprige Hände. Und jetzt langsam können wir auch schon die ganzen Zwiebeln dazugeben. Eine ganze Zwiebel, aber so eine fette, weil Joe liebt nicht nur knusprige Hände, sondern auch knusprig Onions. Ja, ich glaube, die Pfanne ist ein bisschen zu klein für diese Anzahl an Zwiebeln. Aber hey, wir packen das trotzdem. Der Moment ist jetzt gekommen, wo wir den Bodybuilding-Shit machen. Und wir schnappen uns jetzt das knusprige Händel und schnibbeln das nochmal so klein, damit das knusprig wird von allen Seiten. So, Kollege, die Mahlzeit ist fertig. Wir fangen an mit dem legendärsten. Also ein bisschen Chicken, knusprige Händel. Ich glaube, wir haben komplett verkackt. Es ist überhaupt nicht knusprig geworden. Ich hätte lieber im Airfryer gemacht. Knusprig. Dann haben wir hier noch Süßkartoffelpommes, auch tiefgefroren, super, super easy. Und dann haben wir hier so einen babamäßigen Riesensalat. Also, wenn diese Mahlzeit nicht satt macht, ich würde mir das genauso legen. Ich finde es immer ganz gut, wenn man ein bisschen mit dem Hunger durch den Tag geht und dann abends sich so voll frisst. Und dann hat man so das Gefühl, dass man nichts verpasst. Unser Amigo war auch ein Befürworter von McDonald's-Soße. Also hauen wir auch ordentlich McDonald's-Soße über unsere Fries und natürlich auch übers Chicken. Hat er auch gemacht. Ja, ich mach nichts, was die Legende nicht auch gemacht hat. Ich schaue jetzt ordentlich rein und wir sehen uns dann beim Fazit. So, das Meal wurde gestern verputzt. Ja, Digga, jetzt gerade, wo ich filmen will, da kommen 50 Autos, Alter. Beruhig dich, Eduard. So, gestern Abend habe ich das Meal verputzt, danach war ich so K.O. Danach wurden noch kurz ein paar Schritte gesammelt. Deswegen das Fazit jetzt. Also das Meal all in all sehr, sehr gut. Das Hähnchen war noch ein bisschen knusprig, also sehr lecker, würde ich auch so machen. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, komplett mit dem Salat übertrieben. Das war einfach viel zu viel. Ich war danach auch übel aufgebläht. Einen halben Kopf Eisbergsalat, halben Kopf Spitzkohl, eine ganze fette Zwiebel. Aber nicht diese kleinen, sondern die war fetter als meine Faust, Junge. Und das würde ich so nicht machen. Aber so insgesamt hätte ich nicht erwartet, weil Joe, der ist jetzt so ein Typ, war ungefähr so das Doppelte von mir. Aber trotzdem im Cut oder so, dass er so lean ist, trotzdem nicht so vielen Kalorien gearbeitet. Also insgesamt waren es so 2,2 bis 2,4, so wie er gegessen hat. Ich habe ja ein bisschen weniger gegessen. Das hat mich schon ein bisschen gewundert so. Deswegen war der Brasser auch die ganze Zeit so lean. Wie auch immer, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bleib stabil.